Weil ich glaube, viele gute Menschen, die, keine Ahnung, irgendwo erfolgreich sein wollen oder möchten oder können, also irgendwann mal vielleicht auch sein können, die trauen sich viel zu wenig selbst zu. Was oft zu einem ganz großen Problem führt, dass ihre Fähigkeiten dann nicht mehr gefördert werden. Und dass dann ihre wirklichen, also für mich guten Fähigkeiten, okay gut, vielleicht können sie ja noch mehr, aber ihre guten Fähigkeiten aber verloren gehen. Aber ich bin vielleicht auch, wie gesagt, ein anderer Typ von Arbeitgeber, also gewesen, mittlerweile ja nicht mehr die Firma verlassen habe, aber es war mir einfach wichtig, dass wenn ich jemanden einstelle, also wobei, ich stelle ja bis heute noch Leute ein, also jetzt mal ganz doof gesagt, Theophil-Nerds ist ja nicht irgendein Spaßverein. Also ich habe ihn damals als Redaktion gegründet und jetzt streamen wir halt hier noch und ist halt ein bisschen mehr. Orthodoxia ist mein anderes großes Projekt, was aber wirklich gut läuft. Es ist halt nochmal eine Schippe härter. Da muss ich zugeben, da habe ich echt, ja, also da ist es mir zum Beispiel unheimlich wichtig, bin ich ehrlich, da ist es mir unheimlich wichtig, dass ich Leute da habe, die nicht so tun, als ob sie alles wüssten. Sondern Journalismus, und da bin ich auch ehrlich, sehr ehrlich, ist nicht etwas, mit dem man spaßen kann. Leider, in unserer heutigen Gesellschaft. Und deswegen suche ich mir meistens Leute aus, die lernen wollen und die dann dadurch auch mir persönlich sagen, und das geht auch an vielleicht zuhören, die dann auch sagen, ey Digga, ich finde dich so gut, ich finde so toll, was du machst, ich unterstütze dich jetzt. Du hast zugehört, ha? Ja, wenn du schreiben lernen willst, dann bist du bei mir richtig. Also Redaktion halt, ne? Mit Theophilnetz kann ich dir leider noch kein Geld bieten. Leider. Aber eine Ausbildung kann ich dir bieten. Eine größere Ausbildung. Also eine größere Ausbildung im Sinne von, was du eigentlich nebenbei aus dich ausbilden. Ist dann auch ein Liebeszertifikat von. Ein Herzchenzertifikat. Mit Blümchen Ja, okay, gut. Jetzt bist du durchgefallen, lieber Justin. Ich werde dich leider nicht nehmen. Du kriegst keine Rose von mir heute. Ist keine Rose für dich. Du trägst keine Rose, keine Hose. Was? Ja. Nein, aber tatsächlich, ich bin Legathemiker. Ja. Mich auch. Ich bin auch Legathemiker. Nein, aber wirklich, wenn du, wie gesagt, ich öffne jedem Menschen Hand und Fuß oder so. Wenn du wirklich da was machen willst, mir, also mit uns, mit mir, mit uns, mit allem. Dann sag an. Machst du noch eine Zusatzqualifikation, der Lachs läuft? Glaub mir. Legastheniker. Okay. Legastheniker. Legastheniker. Legasthenie hat was mit Griechisch zu tun. Hier ist Ton. Warum ich den Ton nicht mehr? Mit CKE. Okay. Legasthenikere. So, wir haben genug Mörtel. Ach, weißt du was? Ich hab genug Zeug davon. Oh, wie geht's? So.
Eins, zwei, drei, Batz. Läuft der Lachs? Wie läuft der Lachs? So läuft der Lachs. Gibt noch einen. So. 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 Der hat keinen. Den einen brauchen wir dann nicht mehr. Tschüss. Legastheniker, genau, besser. Ist immer ansteckend. So, wir warten noch, bis hier alles läuft. So, so, so. Ach ja. Bin so stolz auf mir. Hey, die Schmelzerei. Ah, ich habe schon Schock bekommen. Ich gehe mal unten. 1 von 45, fertig. Dann schreibt die 45 an. Copy-pasten, 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 copy-pasten. So, wir ackern uns jetzt natürlich durch den Berg ein bisschen. Ich will ja schnell wie möglich die Schmiede haben. Damit wir recht früh dann den Hammer haben und dann Hammer-Time machen. Ich brauche noch Gold, Mist. Auch so eine Sache. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn du noch Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Es sind ein paar Leute da, die dir helfen. Vor allem ich. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Außer hämmern. Ach ja. Aber ich habe gehört, man schlägt sich ja eigentlich mittlerweile um die Lehrlinge. Also gut, ich gebe es zu, ich muss mich wirklich um Leute schlagen. Ich weiß nicht warum. Ich erkläre mal kurz, warum ich mich wundere, dass ich mich um ja, Leute schlagen muss. Das klingt jetzt erstmal sehr komisch, aber es ist tatsächlich so. 90% gefühlt der Menschen, der jungen Menschen, wollen irgendwas mit Journalismus machen, gerade wenn sie studieren. Es gibt bei den großen Zeitungen kaum wirkliche Jobs. Das führt zu einem kleinen Problem. Die finden keine Ausbildungsstelle. Und jetzt habe ich ein ganz großes Problem mit den jungen Menschen. Sei es ich, wenn ich das wüsste, ne? Wenn, für was ich beworben. Achso, bei ihm, ja. Ich verstehe eine Sache nicht, letztendlich. Warum wollen so viele junge Leute Journalisten werden, aber haben keinen Sinn dafür, nur einen Text zu produzieren? Bei jemandem, also nicht nur bei mir, sondern wie gesagt auch bei der alten Firma. Bei einer Firma, die mehrere hundert Leute am Tag lesen. Ich verstehe das nur. Wirklich nicht. Es ist nicht böse gemeint, aber warum nicht? Und ich habe viele Leute anfangen gesehen und mindestens genauso viele Leute haben dann irgendwann gesagt, ist zu viel Arbeit. Und ich denke mir so, hast du jemals gelernt, etwas, was du geschrieben hast, zu korrigieren? So einmal in deinem Leben? Das ist so eine Grundfrage, die ich mir immer wieder stelle. Warum wollen so viele Leute irgendwas werden, aber sind kaum bereit, sich nur anzustrengen? Und das ist etwas, was mich unglaublich stört. Weil das Anstrengendste ist ja eigentlich, eine gute Arbeit zu finden. Und ich kenne
auch einige Leute von großen Zeitungen, die dann sagen, ganz ehrlich, das, was bei mir auf die Matte kommt, das geht nicht. Aber trotzdem kommen die Leute. Und trotzdem schwafeln die von Journalismus. Und trotzdem wollen die irgendwie mal Chefs werden oder so. Und es läuft nix, nügges. Und ich brauche unten eine Boombox. So, so und so. Weg damit. Zack, passt. Yay, 2 von 45. Genau, Justin, magst du uns erklären, für was du dich gerade beworben hast? Einfach nur um zu wissen, was du gerade machst. Das wäre ja mal spannend, was du jetzt noch machst. Das ist der Schmelzereikern. Ich brauche jetzt hier sowas, ne? Ja, das ist der sogenannte Tank. Kern, Tank. Sollte, ja, er läuft schon. Sehr gut, ich muss mich gerade nochmal dran... Ah, ich habe keine Steine mehr, okay. Ein Feuerwerk für deine Arbeit? Ja, natürlich. Und sowas von. Das ist der Ausguss. Und der Rest wird zusammen gemanscht. Mache ich noch 10 davon. Oh, das kommt dahin. Ah, ich brauche noch ein paar Steinchen, aber die werden ja oben nochmal gemacht. So. Sehr gut. Schon mal was Kleines. Eben, ich brauche eine Truhe. Ausbildung für Büromanagement und Fachinformatiker, Systemintegration, Kaufmann, E-Commerce. Der Junge hat Pläne. Das brauchen wir auch noch. Und den Rest können wir jetzt erstmal reinwerfen. Oh. Die feinen Herren von der IT. Peng, 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 peng. Ich füge mal... Ah, Moment. Ach, weißt du was? Ich lasse es gerade mal so, wie es ist. Ich hole ein bisschen Lava. Guck mal, ob ich was zu essen habe. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh, Moment. Die brauche ich noch. Einmal und zweimal. Mehr hat, na, nicht so mein Ding. Ja, ja. Sagst du jetzt, ne? Und dann sagst du, ja, ich habe das letzte Mal das Internet gelöscht. Mhm, das sind sie. Das sind genau die richtigen. Ich kenne euch. Ich kenne euch ganz genau. Oh, mich juckt's. Wir haben da hinten Lavasee. Wir gucken mal, ob wir noch was mehr finden. Ah, ich könnte mal ein Backpack machen. Ich glaube, Backpacks gehen mittlerweile. Ich habe nämlich schon, glaube ich, 9 Leder. Ja.
Schatz, einen kleinen Rucksack. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir verschieben das alles mal. Also, als erstes kommt die Spitzhacke. Nee, die Spitzhacke kommt als zweites. Die Axt als drittes. Das kommt als letztes. Mit dem hier, die Hacke brauchen wir nicht. Das Essen kommt hier hin. Die kommen dahin. Das kommt dahin. So. Wir öffnen den Rucksack und schieben das rein, was wir nicht benötigen. Ah, Fernwartung per Remote. Also nicht viel mit Hardware oder eher Administration. Krass. Also wusste ich gar nicht. Also ich muss zugeben, ich wusste nicht, was Systemintegratoren machen. Oder? Moment. Oder was, ich schieb mal das Mikro ein bisschen höher, das ist ein bisschen schöner. Oder was, was war das nochmal bei dir, Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung überhaupt machen. Also, ich habe null Ahnung. Ich freue mich übrigens, das Berufsbild mal kennenzulernen. Also, wenn du ein bisschen was dafür, wenn du ein bisschen darüber erzählen möchtest. Ich würde mich sehr freuen, weil ich lese mir sowas gerne durch und lerne gerne dazu. Ist halt auch mal was Neues. Ich habe mich nie mit Ausbildungsberufen beschäftigt. Journalismus ist ja wahrlich eigentlich kein Ausbildungsberuf. Journalist ist man oder wird man, aber die Frage ist immer wie. Es gibt Journalistenschulen, aber ja. Ich habe mir sagen lassen, dass es hier irgendwo einen tiefen Riss gibt. Zu dem will ich jetzt. Oh, Moment. Hoppala. Ich will ganz kurz nochmal auf die Karte. Wie war das nochmal? P, I, nein, U. Z, T, nein, T ist Schlabern, Ü. Boah, ich habe das schon fast vergessen. Ah, okay. Da sind wir. Hier ist, glaube ich, genau, oder? Passt das? Warum kann ich das jetzt nicht aktivieren? Weil ich so weit weg bin. Aber ich werde es wiederfinden. Anwendungsentwickler ist Programmieren. Aha, jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Und beim Fachinformatiker für System machst du eigentlich PC wieder fit und schaust, was der PC für so ein Problem hat. Ja, also das passt ja zu dir. Also du bist ja auch da sehr affin, was das angeht. Hier ist der Riss. Und hier sollte unser Zuhause sein. Aber da kann ich keinen. Ah, wahrscheinlich, weil ich im anderen Chunk bin. Ja, aber das passt ja. Also, gut, Flo kenne ich jetzt noch nicht so gut. Aber beim, Justin würde ich das halt schon sagen. Also, das würde schon zu dir passen. Wow. Wow, 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 nicht runterfallen. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu, solltest du auch. Also, da sollte eigentlich kein Weg daran vorbeiführen, dass du das machst. Lang genug bewerben, du schaffst das. Ich bin mir sehr sicher. Also, dafür, dass ich der Meinung bin, sondern weil ich glaube, das ist ein Job für dich einfach so. Damit wirst du glücklich im Leben. Genau. Und bei dir, Flo, wie sieht's da aus? Also, was programmierst du? Gibt's da irgendwelche Projekte, an denen du sitzt? Oder
Ich hab da noch nicht den Durchblick. Jawohl, hier ist die Höhle. Da unten sehe ich Gold. Perfekt. Oh, ich hätte... Moment. Ich mache mir eine Leiter. Ja, wobei... Eine Leiter hoch wäre gut, aber eine Leiter runter wäre... semi. Stopp, Schwein! Stopp! Weg bist du. Nee, du brauchst noch ein Schrittchen. Wir machen den so. Moment, zurück. Was sagt der Kollege hier? Denke, er macht was mit Java oder CC. Kann alles sein, muss dann halt im Zweifelsfall lernen, ja. Denke ich auch. Denke ich auch. Lernen ist ja klar. Du meinst sicherlich die Programmiersprache lernen, oder? So wie ich dich jetzt verstanden habe. Also, vielleicht meinst du ja was ganz anderes und ich habe dich wieder missverstanden. So. Ja, genau, das wollte ich. Ah, okay, sehr gut. Ja. Also, ich muss zugeben, eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft, jetzt wo es ein bisschen ruhiger ist, ist gleich angenehmer. Eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft ist, oder eine der größten Probleme sind, dass wir uns viel zu leicht einreden lassen, was wichtig und was unwichtig ist. Oder was unwichtig zu sein hat. Also, ich meine, klar, Informatiker wird man in unserem jetzigen Zeitalter benötigen. Aber ich habe zum Beispiel gelernt, Theologen hat man immer gesagt, unnötiges Volk braucht man nicht. Und je länger ich jetzt halt ja im Journalismus arbeite, je mehr werden Theologen tatsächlich gefragt. Weiß der Geier warum? Die Leute wollen uns und das finde ich irgendwie auch schön. Aber man muss halt auch einiges dafür tun und so ein Studium ist nicht für jedermann. Also nicht, weil es schwer ist, sondern weil es halt ein Beruf, weil es halt etwas ist, was nicht jeder machen möchte. Was ich auch voll und ganz verstehe im Übrigen. Also ich bin... Ja. Ja, genau. Ja, genau. Das Spiel wurde mit Java... Genau. Ja, das wusste ich. Ich wusste nur nicht, was ja, My Mr. Mush eigentlich sonst, also, was er eigentlich für eine Entwicklung macht, also. Ob er eher pubertär ist oder oder ob er noch in seiner analen Phase steckt. Ja. Ich wollte die Entwicklung eigentlich wissen. Nein, lieber nicht. Uns tun sich Abgründe auf, die ich nicht lesen möchte. Oh, guck mal, hier ist noch. Jo. Kannst du programmieren. Wallhacks kannst du programmieren, oder was?
kommen immer tiefer, das ist sehr gut. Wir sind hoffentlich gleich unten. Jetzt geht es wieder nach vorne, jetzt können wir gleich nochmal einen sehen. Grummel, jetzt grummelt etwas. Oh, 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 ich glaube, wir sind fast unten. Geh mal raus und gucken. Hey. Hey, Ladies. Jetzt können wir uns eigentlich schon entlanghangeln. Ich brauche hier nur 1, 2 Fackeln. Was? Das nenne ich CSGO-Technik. C2. Echo. Achso. Wundervoll. Wundervoll. Justin, ich bin stolz auf dich. Ich weiß zwar nicht, was du da geschrieben hast, aber ich bin stolz auf dich. Ferdinand, ich muss dich leider da wegschieben. Ich muss nämlich da runter. Falls du es noch nicht gehört hast. Du bist ein flammendes Pferd. Ich brauche, ich glaube, sehe ich da. Nee, was anderes. Endlich Gold. Damit kann ich jetzt endlich diese Form gießen. Und dann kann ich endlich den Hammer auf Doom machen. So. Oh, man, mich juckt's. Hier ist noch ein bisschen Zinn. Ich werde jetzt erstmal noch nicht tiefer gehen. So. Guck gerade, ob ich noch irgendwo Gold finde, weil Gold ist eigentlich ganz cool. Wenn man es denn mal hat. Auch im echten Leben. Was ist das hier? Egal. Eisen ist genauso wichtig gerade. Wir brauchen ganz viel Eisen und ganz viel Gold, um diese Formen fertig zu machen. Gerade Eisen brauchen wir nochmal. Fällt mir gerade ein wegen dem Arbeitstisch. Der braucht ja Unmengen von Zeug. Muhu, ist alles gut. Ich habe alle lieb, Ferdinand. Moment. Ich guck gleich mal. Ich will ganz kurz hier erstmal das Eisen abbauen und dann schaue ich nochmal, was du gerade geschrieben hast. Was denn? Steinsalz. Aus Steinsalz. Was hast du geschrieben? Ausgabe. Eines Textes. Das kenne ich noch. If und Else. Mehr aber auch nicht. Ich hatte PHP. Das ist ein Jumpthrow-Bind. Bind. Casting Form. Was? Was willst du? Ich verstehe. Du sprichst so eine Teufelssprache. Du sprichst in Zungen. Alter, diese Sprache. Das ist so, als ob ich mit dir Latein sprechen würde. Jawohl, 10 fertig. Je mehr es werden, desto besser ist es. Oh Gott, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht dick auf eine Lavaader stoße. Nein. Okay. Alles gut. Ein bisschen Eisen mitgenommen. Eisen, Popeisen. La Pute, was? Dem hat, also. Ach so, ja, ich hab dich auch lieb, heißt das, ich weiß. Wo? Oh. Guck nochmal, finde ich noch was? Schlag durch. Hier komme ich raus, da will ich nicht hin. Barabarabarababam. Nope. Noch ein bisschen Eisenerz. Ich könnte auch das Kupfer mitnehmen und das Kupfer damit ver... Dafür brauche ich noch Zinn. Und dann verbinden und dann hätte ich auch gleich den Kupferhammer. Vielleicht wäre das sogar besser.